Hallo und willkommen zurück zu Täglich grüßt das Murmeltier oder auch 12 Minutes. Wir befinden uns in der Zeitschleife und wir müssen versuchen, diese zu unterbrechen. Das ist uns bis jetzt nicht so gut gelungen, aber ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich habe mir überlegt, es hat bestimmt irgendwas mit diesem Lichtschalter auf sich. Weil dieser Lichtschalter hat einen Defekt und es muss einen Grund haben, warum der einen Defekt hat. Und das möchte ich jetzt nochmal testen. Ob wir es schaffen können, den Polizisten reinzulegen. So, und dazu würde ich jetzt mal versuchen. Ich glaube nämlich, dass das erste Mal, wenn man ihn betätigt, kriegt man nur einen leichten Schlag. Und ich glaube, wenn man ihn dann nochmal betätigt, kriegt man einen stärkeren Schlag. Das hat mir zumindest in einem anderen Fall so. In irgendeinem anderen der Gameplays. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ja, mach mal. So, ich würde sie nämlich jetzt gerne noch mal ein bisschen einschläfern. Komm. Ist das jetzt da drin? Having trouble sleeping, huh? You have no idea. So, können wir jetzt wieder hinstellen? So, dass sie das dann nämlich wieder trinkt und dann plötzlich ganz müde ist. Und ich würde mich dann nämlich da wieder verstecken, wenn der Polizist reinkommt. Also ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir probieren es jetzt mal. Irgendeinen Grund muss das Ganze doch haben. Willst du dir nicht da was zu trinken holen? Guck mal kurz so, ich tue mal so, als würde ich in den Kühlschrank gucken. Okay. Komm, magst du dir nicht was zu trinken holen, meine Liebe? Komm, hast du nicht Durst? Achso, ich würde mal kurz noch hier abschließen, dass der nicht so schnell da reinkommt. Okay. Ich nehme mal das Messer mit. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Komm, hol dir mal was zu trinken. Ich glaube, du hast voll Durst. Ach Gott, ey. Guck mal da nochmal rein. Da war ja nichts, da war nur das Geschenk und die komische, vertrocknete. Ja, ja, mache ich. Eines Tages in der 350. Zeitschleife. Magst du nicht was zu trinken holen dir? Mal schnell hier so. Und dann schlafen. Jetzt klappt es nicht, ne? Muss ich Wasser reinfüllen noch, dass es dann trinkt? Aber das letzte Mal hat es ja immer so gemacht. Da hat sie den Becher genommen. Und hat sich was zu trinken geholt. Das ist typisch, oder? Also dann probiere ich es nochmal, ob ich... Ihr den schon mit Wasser. Vielleicht geht's schneller, vielleicht trinkt es dann. Oh, hast du nicht Durst? Ich habe dir da was zu trinken hingestellt. Hast du nicht Durst? Eieiei. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Kommt der schon? Nö. Komm, bitte trink mal. Ich wollte da was testen. Und du versaust mir das jetzt. Bist du nicht durstig?
let's talk later. Liest sie wieder. Schlüssel mit. Oh nein! Nein! Verdammt! Okay. Okay, das müssen wir nochmal machen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, wie ich mir das gedacht habe. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Oh, falsche Taste mal wieder. Ah, kann ich das irgendwie schnell, Sir. Hands behind your back. Don't move. Sir. Sir. My wrists. Kann nichts machen. Komm, wir müssen es mal jetzt schnell vorgehen. Es hat jetzt nicht so gut geklappt, wie ich mir das gedacht habe. So, es geht. Also nochmal. Du weißt doch, wir machen das immer und immer und immer wieder. So, nochmal. Aua. Können wir da schon mal Wasser reintun? Hey there. Hallo, Frau. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Mach ich. Mach ich. So. Versuche ich es noch mal so ein bisschen heimelig. Blub, blub. Hast du nicht Durst? Möchtest du nicht was trinken? Okay, dann erzählen wir vom Polizisten. What are you talking about? He's gonna hurt us. Please don't open it. Okay, I won't. The cop, he's gonna accuse you of killing your father. What? My dad had a heart attack. You sound crazy, dude. Nee, die Wohnung soll sie nicht verlassen. Dann klappt mein Plan nicht, den ich vorhabe. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. I am stuck in a time loop, and that is how I know about the cop. Uh-huh. Look, I haven't figured out how it all works yet, but for example, if I get... I go back... What? By who? The cop? I'm not trying to... This is you... Yeah, so, Okay. Let's talk later. Trinkt sie jetzt? Komm, trink da. Habe ich dir was Gutes hingestellt? Wahrscheinlich macht sie das nicht, ne? Ich muss das wieder so machen, wie ich es eigentlich mal gemacht hatte. Doch, sie trinkt. Sie trinkt. Yeah. Komm, leg dich hin. Mach ein Schläfchen. Ist hier eigentlich Licht an? Machen wir mal Licht hier aus. Mal die Tür zu. Oh, das Messer wollte ich noch einstellen. So tired all of a sudden. Komm, leg dich hin. Ich mach dann das Licht. Ah gut, sie hat das Licht ausgemacht. Sehr gut. Dann verstecke ich mich jetzt hier. Ich hoffe, das klappt. Und jetzt warten wir, bis der Cop kommt. Now we wait. Ja, wir warten. Ob mein teuflischer Plan aufgeht. Keiner da. Kannst du gar nicht wissen.
a warrant. Open up. Open the door now or I'll kick it down. Mach doch. You asked for it. Gott, da fängt gleich das Kind an zu schreien. Anyone home? Hello? Police. Come on out. Hoffentlich klappt das, hoffentlich klappt das. What the? Schnell. He just passed out. He just passed out. Achso, können wir das irgendwie nehmen? Ah. Oh. Falsche Taste mal wieder. Wir klauen alles. So. So, können wir ihn jetzt fesseln? Hahaha. Wir deinen Füßen auch noch fesseln? He's already handcuffed. Hallo? Nicht? Okay. Können wir mal kurz hier mal durchlesen? You little shit. Just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. You son of a bitch. I was gonna leave you out of this. And now you've got this coming. Okay. Oh. Ach, komm, ernsthaft? Ernst? Oh, God. Du bist so ein Schlumpf. Unfassbar. Du musst das Ganze nochmal machen. Ich hab gesagt, fessel die Beine, du Depp. Ach, Leute. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Aber wir sind ein bisschen weitergekommen. Jetzt probieren wir das nochmal. Und dieses Mal hoffentlich etwas effektiver. Achso, ich muss noch schnell das Licht wieder einschalten. So. Okay. Nehmen wir die Tabletten. Mischen die da wieder rein. Stellen das da wieder hin. Oh, thanks. Sehr gut. Die wirken vor allem besonders schnell. Ich hatte schon abgeschlossen. Naja, geschlossen. Vielleicht muss ich das nächste Mal den Polizisten ein bisschen verletzen. Bin ich gerade so am Überlegen. Bist du jetzt nicht müde? Oder hat es nicht geklappt und die Schmerztabletten waren da nicht drinnen? Oh nein! Guess who has two thumbs and remember to pay the electric bill today. Oh verdammt, die ist nicht müde, ne? Ich glaube, das hat nicht geklappt. Ach Mensch, ich hab's ja voll drauf heute. Having trouble sleeping, huh? You have no idea. Hm, okay.
Ich glaube, das hat nicht geklappt. Jetzt hoffe ich, dass sie noch mal trinkt. Oder ich habe schon wieder meine Chance verpasst. Langsam gehen mir nämlich die Ideen aus. Komm, trink doch noch mal. Ich habe dir was ganz Tolles gemacht. Mache ich. Trink doch noch mal. Magst du nicht noch mal trinken? Nicht? Ach, Leute, Leute. So wird das nix. Komm, trink doch noch mal. Gleich kommt der Typ. Ich glaube, ich habe meine Chance schon wieder verpasst. Kann ich es noch mal von vorne machen? Oh Gott. Ich glaube, ich habe meine Chance verpasst. Das ist aber auch eine kleine Zeitzone, die man hat. Was passiert denn dann, wenn ich das vor ihr mache? Wie komme ich überhaupt wieder raus? Ich bin nämlich auch nicht mehr aus dem Handy rausgekommen. Außer, dass ich nur den Notruf wählen kann. Aber vielleicht... Ach, einfach irgendwo anders hinklicken. Okay. Haben wir das mal wegen das getestet. Was liest du denn für ein Buch? I don't know. I've always been curious about it. My dad was always into that sort of thing. My Zen wife, huh? Look, there's a line. So. It's only by forgetting that we ever really dropped it. Jetzt müssen wir es nochmal neu starten, weil ich habe irgendwie die Zeitschiene verpasst. Komm, ich mach dir gleich auf. Are you opening the door? Ja, mach ich. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Hey, listen. Ach, guck mal. How's your daughter doing? Okay, sag was gleich. Okay, Becher nehmen. Licht anschalten. Messer nehmen. Bald können wir das richtig gut. Es müsste nur irgendwann mal klappen. Wasser holen. Kurz die Frau begrüßen. Hallo Schatz, ja, alles super. Not. Okay. Nee, wir haben jetzt keinen Bock. Wir haben jetzt keine Zeit. So. Medizinschrank. Macht das jetzt? Aber er hat es doch reingenommen, ne? Blob, blob. Habe es gehört. So. Hinstellen. Ja, Becher mit Tabletten. So. Frau, magst du trinken? Ich genieße die Aussicht. Clear sky, some heavy clouds with a strong front coming in from the east. It's far away though. So, bist du jetzt müde? Warum wirst du nicht müde? Guess who has two thumbs and remember to pay the electric. In the next few minutes, a cop is gonna knock on a door. What are you talking about? He's gonna hurt us. Please don't open it. Okay, I won't. Let's talk later. Ah, sehr gut, das ist ihm wieder. I'm so tired all of a sudden. Oh, I'm just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Kann ich den Lichtschalter ausmachen? Ab, hier rein. Jetzt warte.
Hoffentlich klappt es jetzt besser. Now we wait. Police, open up. Keiner da. Woher weißt du eigentlich, dass wir zu Hause sind? Anyone home? Mm-mm. Hello? Police. Come on out. Geh ins Schlafzimmer, geh ins Schlafzimmer. What the? Geh ins Schlafzimmer. Yeah. So, schnell. So, alles klauen. Fesseln. Kannst du nicht noch die Füße entfesseln? Mit jetzt der Erkenntnis, dass der Typi... He's already handcuffed. He's just passed out. Okay. What? Can't open that with just my hands. Also, wir fragen mal nach der Uhr. I'm here for your wife. Let me go. Look, I know about the pocket watch. Congratulations. Let me go. What are we being accused of exactly? Let me go right now. Können wir dir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen? Whoa, hey, what are you doing with that thing? No. No. Komm. Oh. Jesus Christ, stop! I'm not fighting you. What do you want? Ich will alles wissen. Nach ihrem Kindermädchen? Nach ihm, nach dem Kindermädchen? Okay. Why do you want the watch? Shit. I need a doctor. Yeah, I'll say. And I'm gonna hurt you again if you make me. The watch, come on. Fuck. Fucking watch. You have any idea what that thing is worth? Money? That's what this is about? You'd murder us for money? You really don't know. No. Your wife. Her father. Closest thing to family I ever had. You knew him? Knew him. He taught me everything I know. He was good to me. When no one else was. And that monster murdered him. You knew her father, right? Yeah. He was good to me. Taught me a lot. I owe him this. Now, will you please untie me? Sicherlich nicht. Wieso nach dem Kindermädchen? How's that daughter of yours doing? Fuck you, say! You son of a bitch! What do you know about the nanny? Who? The nanny, the old man had the affair with. What do you know about her? Ach, stimmt ja. Habe ich schon wieder ganz vergessen. It was years ago. What are we being accused of exactly? You really have no idea, do you? 8 years ago, she murdered her father in cold blood. Warum sind Sie immer noch hinter meiner Frau her? Wie wurde Ihr Vater ermordet? Woher wissen Sie, dass sie es war? Warum sollte sie etwas tun? How did her father die? Her. She shot him. Christmas Eve, 8 years ago. Didn't kill him, though. Then on New Year's Eve, she came back and finished the job. 2 shots. Close range. Heartless. What? Wait, what? No, 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 that's not true.
She told me she ran away on Christmas Eve. But by New Year's... On New Year's, she was here. She was hundreds of miles away when he was killed. She was. Prove it. She's a murderer. Murderers lie. You don't have proof. It was someone else. It had to have been. Look, by New Year's, she wasn't there anymore. Sure, she wasn't. Prove it. Now untie me. Wenn ich jetzt rausgehe, kommt der wahrscheinlich und tut sich. What makes you think she did it? Of course she did it. Same gun, same room. It's obvious. Der hätte es ja gleich machen können, oder? Why are you still after her? It's been so long. I never stopped looking. Finally got a tip. Pointed me here. Who gave you the tip? The pocket watch she stole. She tried to sell it. Pawn shop owner let us know. Mm-hmm. Why would she possibly do something like that? Money, jealousy, a million reasons. You should ask her. How did her father die? Her. She shot Christmas Eve. Didn't kill him. Then on New Year's, two shots, close range. Heartless. It was someone else. It had to have been. Look, by New Year's, she wasn't there anymore. Sure, she wasn't. Prove it. Now untie me. Listen up. Kann ich jetzt nicht. Das Problem ist, ich glaube, wenn ich jetzt... Da, es hat ja mit diesem Polaroid. Ich denke mal, wenn ich jetzt das hole, wird er sich jetzt aufrichten. Ich bin mir nicht sicher. Hahaha. Sehr, sehr doof. Okay. Jetzt muss ich mal mit diesem Polaroid. Da war doch irgendwas mit diesem Polaroid. Oh, das habe ich jetzt nicht geholt. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made this? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. So. Look, this is proof you're innocent. What are you talking about? A man told me you killed your father. A man told you. What the fuck? I don't even know how to say this, but look, I'm living the same few minutes over and over and over. What? Wieso 10? Look, es waren doch 12. I know how your father died. How he really died. I don't know what you think, but you better. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How could you? I couldn't, right? You told me in a previous loop. I. What? Look, I'm on your side. On my side? Oh, God. But listen, you didn't kill him. Have you been listening? Your father survived when you shot him. Somebody else killed him after you ran away. A real Polaroid, the one from the coffee shop, it proves that you weren't even there at the time. But then... I need a minute. Mm-hmm. I need to sit down. Setz dich mal hin. Er ist unschuldig. Minutes, the cop is going to be at the door. He's how you found out about my dad? Yes. The cop says that he was close to your dad. When he died, this is personal. Yeah, well, same. No. Schauen wir mal. Ich glaube kaum, dass der mit uns reden wird. Ich bin mir nicht sicher. Is that him? Schauen wir mal. Is that him? What do we do? Do we open the door? We need to tell him the truth. Come on, I know you're home. Open the door. Okay, we'll tell him the truth. I'm with the police. Turn around, please. Wait, stop. I have something you need to see. Please, let me talk. What did you say? I didn't kill anyone. Look, I can... No excuses. You have to listen to me. Wait. Let me talk. You have to listen to me.
No, I do not. Only people I have to listen to are my daughter and my mother. And my mother's dead. Aber deine Tochter nicht. Shut up. That's enough. Hold still. Sure, sure. Sure, sir. Sure. Sir. I'm not. I didn't do it. Sure. Jetzt hat sie ja das die Polaroid. Sir. Gut. Sir, sir. Sir, 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 sir. 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 Don't move. Warum kann ich nicht mit dem reden? Okay. No, never mind. This is a misunderstanding. Not another word out of you. Look, I don't know. Tell me where the fucking watch is. Please. You're not leaving me with a choice here. Look, I don't know. Also das funktioniert so nicht, da müssen wir noch mal glaube ich das nächste Mal überlegen, wie wir es schaffen, den zu überreden, um uns zuzuhören. Okay, ich glaube, das nächste Mal müssen wir es noch herausfinden, wie wir den guten Polizisten davon überzeugen können, dass wir unschuldig sind, beziehungsweise unsere Frau. Und dass sie ihren Vater gar nicht getötet haben kann, weil sie zu der Zeit an einem ganz anderen Ort war. Was es immer noch mit der Uhr auf sich hat, das weiß ich noch nicht so genau, aber vielleicht kriegen wir es ja noch raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Recht herzlichen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da oder lasst mir ein Abo da. Und natürlich auch gern beides. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.